Ja, und einmal zur Notation rund um Modulo, Modulo-Rechnung, Division mit Rest. Ich habe ja viele Beispiele gemacht. Sehr gängig A und jetzt hier die drei Striche kongruent B mod M. Was heißt das? A hat den gleichen Rest wie B bei der Division durch die Zahl M. Als Beispiel, ne, Uhrenarithmetik, ne, von, ne, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ne? Und jetzt mal als Beispiel, ne, wir hätten 2 Uhr oder gehen um 12 weiter, dann haben wir 14 Uhr. Ne? Was heißt das also? 14 ist kongruent zu 2 mod 12. Denn 14 und 2 haben den gleichen Rest bei der Division durch die Zahl 12. Noch eine Schreibweise, die ich dann auch mal verwendet habe, und klärt das am besten ab. Ne? Was steht in eurem Skript? Was sagt euer Prof? Aber ihr werdet vereinzelt auch mal vorfinden, A mod M kongruent zu B. Ja? Also nochmal sich bewusst machen, ne, wir haben hier kein Gleichheitszeichen, sondern das Kongruenzzeichen. Deshalb, wenn ich das jetzt einzeln so betrachten würde, ne, 14 und 2, ne, das ist ja irgendwie, und man irgendwie interpretiert man da gleich rein. Natürlich ist 14 nicht gleich 2, nein, es ist kongruent. Nochmal hier, 14 ist kongruent zu 2, gleicher Rest bei der Division durch 12. Kommt in die Playlist rund um Modulo-Rechnung und dann solltet ihr eigentlich mit Notation und Beispielen easy durchkommen.